Herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Borderlands 3. Wir machen jetzt mal auf den Weg nach Eden 6. Ist eine Weile her seit der letzten Kopfgeldjagd. Gut wieder mal im Spiel zu sein. Kammerjäger. Ich wünschte, ich könnte dir das gebührende Jacobs-Willkommen auf Eden 6 geben, aber diese KDK-Teufel sind überall. Ich sitze mit ein paar Überlebenden im Jagdhaus meiner Familie fest. Die Vorräte gehen uns aus und wir sind umzingelt. Ich brauche deine Hilfe. Diese feigen Fanatiker. Die Jacobs Corporation hat 300 Jahre lang überlebt, aber diese KDK-Teufel haben sich im System breit gemacht wie eine Seuche. Und nur auf Befehl dieser Kalypso-Bastarde. Sie haben meinen Vater getötet, weil er ihnen die Kammer nicht überlassen hat. Und jetzt sind sie hinter mir her. Das ist die Stadt Reliance. Oder sie war es. Heimat unserer besten Waffenschmiede. Außerdem wichtig für unsere Holzproduktion. Wenigstens muss mein Vater nicht mehr erleben, wie alles in die Hände dieser Banditen fällt. Du findest das Jagdhaus auf dem Gipfel. Wir wehren diese Teufel so gut es geht ab, aber ich schlage vor, du beeilst dich. Sieht nicht gerade hübsch aus. Mit Einschusslöchern wirst du viel besser aussehen. Die große hier müssen Kammer ruft! Jacobs wird bluten! Solange ich eine Jacobs-Schrotflinte halten kann, werde ich Eden 6 nicht kampflos aufgeben. Kommt schon, ihr schlammlutschenden Bastarde! Du bist trotzdem ein Poser! Du machst einfach immer weiter, Kammerdieb, was? Schon mal darüber nachgedacht, einfach zu sterben? War die richtige Entscheidung für deine Sirenenfreundin. Ich habe jedenfalls keine Beschwerden gehört. Gut, dass du hier bist. Ich weiß nicht, wie lange wir diese KDK-Fanatiker noch hätten aufhalten können. Nicht sterben! Ja! Scheiß! Du treibst sie zurück. Nur noch ein paar mehr, Kammerjäger. Meine Waffe hat mich im Stich gelassen. Darüber werden noch Lieder gesungen. Kammerjäger, du hast mein verdammtes Leben gerettet. Ich stehe in deiner Schuld. Reden wir. Ja, was hast du denn zu sagen? Nein, dich habe ich nicht gesucht. Ich bin Wainwright Jacobs, aber ich fürchte, mehr als meinen Namen habe ich nicht mehr. Diese Teufel haben mir alles andere genommen. Naja, komm rein. Nimm dir ein paar Schusswaffen. Ich habe aus der Privatsammlung meines Vaters genommen, was ich konnte. Er kann sie ja nicht mehr benutzen. Diese Kalypso-Teufelszwillinge haben ihn ermordet und mir alles genommen. Wenn du nicht vorbeigekommen wärst, wäre ich wohl auch schon erledigt. Ich konnte fliehen, aber sie haben meinen Partner, Alistair Hammerlock, erwischt. Diese Teufel nutzen ihn als Faustpfand, bis ich den Kammerschlüssel rausrücke. Und genau darum bist du auch hier, oder? Bingo. Diese Kammer war über Generationen ein Familiengeheimnis. Wir wollten nicht, dass unser Paradies zerlegt wird, wie Promethea und Pandora. Wo eine Kammer ist, da ist ein Krieg. Aber im Moment habe ich größere Sorgen als mein Familienvermächtnis. Alistair Hammerlock, die Liebe meines Lebens. Wenn sie ihn töten, habe ich nichts mehr. Wenn mein Vater noch atmen würde, würde er mir raten, zu diesen Teufeln zu gehen mit einer Jacobs-Waffe als Verhandlungsführer. Und genau das werden wir tun. Der Kult hält Alistair in einem Gefängnis gefangen, das sie den Amboss nennen. Ich habe schon ein Söldnerteam losgeschickt, um ihn rauszuholen, dann aber nichts mehr von ihnen gehört. Rette Alistair, dann besorg ich dir den verdammten Kammerschlüssel. Okay? Yep. Wollte schon immer die andere Seite eines Gefängnisausbruchs erleben. Sehr gut.
Das Muskelpaket des Teams, Codename Meat Slab, sollte in diesem Moment den Fluchtweg sichern. Er wird beim vorderen Gefängnistor sein. Finde ihn und hol Alistair lebend dort raus. Ich halte die Stellung und beschütze, was von meinen Leuten übrig ist. Viel Glück. Ist klar. Machen wir doch. Also, ich mache mir weniger Sorgen, dass Meat Slab ins Gras beißt. Der Mann ist wie ein Berg und viel wütender. Aber seine Aufmerksamkeitsspanne ist nicht groß, gerade wenn es gilt, Schläge auszuteilen. Hey, ja, wie gefällt dir das Paradies? Ich dachte, die Heimat der Jacobs Corporation wäre weniger... Tja, wie soll ich sagen? Dreckslöchrig? Gefährlicher Ort, dieses Eden 6. Erinnert mich... an zu Hause. Dieses Maliwan-Sponsoring war ein Reinfall, aber wir halten uns an Katagawas Mordtagebuch. Dieses Mal bin ich also bamfartig zum Abendessen reingeplatzt und hab den Boss von Jacobs ausgesaugt. Bumm, erledigt. Hab stattdessen eine loyale Marionette installiert und die ist eine Nummer für sich. Eine echte Eiskönigin. Sie kümmert sich ums Geschäft und sorgt bei den Einheimischen für Ordnung. Ah, noch ein reiches Miststück an der Spitze. Wie schön. Dass die scheiß Fahrzeuge einfach nichts aushalten. Das ist so ein beschissenes Scaling. Naja, laufen wir halt. Bin ja zum Glück zum Fuß auch relativ schnell mit diesem Bild. Ah, Moment, da ist ein Tyson Lock. Dein Weg ist hier zu Ende. Ich bring dich um! Vielleicht habt ihr euch den falschen Kampf ausgesucht! Ich hatte immer gehört, dass Eden 6 zum Paradiessystem gehört. Nun, nach Promethea bin ich für eine Kammerjägersache hierher gekommen. Montgomery Jacobs hat mich persönlich eingestellt. Ich dachte, ein kleiner Tapetenwechsel würde mir ganz gut tun. Wer hätte nicht gern ein kleines Paradies? Am Ende habe ich Stadtluft gegen einen elenden Sumpf eingetauscht. Eden 6 ist viel, aber ganz sicher kein Paradies. Mach dich ans Werk! Ist klar, 1 von 3. Ist eine Weile her seit der letzten Kopfgeldjagd. Gut, wieder mal im Spiel zu sein. Und jetzt raus hier. Ich liebe auch den Ort hier. Den habe ich mal gerne genutzt, um XP zu farmen im normalen Modus. Das Team, das ich reingeschickt habe, antwortet immer noch nicht. Da muss was passiert sein. Mach das Tor auf, Kammerjäger. Und ab mit dir! Nein, 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 nein. Ein Badass! Ich gehe nirgends! Versuch's nochmal! Hier stehe ich und hier bleib ich! Brutal! Was haben wir denn hier Schönes? Wieder ein Krakata. Versator. Ah, Rick.
Noch ein Kammerjäger. Dieser Job wird immer besser. Hilf mir, ein paar Banditen zu erledigen, dann reden wir. Scheiße, ja! Einen Moment! Spür meine... Guck mal, den Gesalbten lassen wir mal. Na komm, wenn er schon gerade so schön dasteht. Aua! Macht er mich von hinten platt? Hier. Das müsste ich noch hinkriegen. So viel Ledgies wieder. So. Langsam vorstoßen. Okay, die sind da ein bisschen eng beisammen. Nein, nicht runterlaufen. Ah, dass der Brick sich immer davor schmeißen muss, das ist so nervig. Komm, wir reden ein bisschen. Erledigt.
jetzt unser Planet! Lasst ihn die Rakete schmecken! Weiter geht's. Wir machen dich fertig! Ich mal kurz ein bisschen zurück. Oh, jetzt kann's weitergehen. Bob Rick geht immer aus dem Weg. Ich habe ein Geschenk für uns! Wir sind uns! Alter Vater. Ah, wieder eine Immunphase. Komm, mach dein Schild weg. Danke. Geht doch. Dann warten wir noch kurz. Meine Dosis sehen wir dir gute und Waffenprotz. Oh, komm her und hol dir was du verdienst. Komm her und gib mir das. Das ist mein Lieblingsgeräusch. Jetzt geht's ab, Frank. Du erinnerst mich an meinen Bruder. Der war auch so groß. Doch, Brick. Gut, dass du hier bist. Es ist kompliziert. Ich habe auf das Signal unserer Sprengstoffexpertin gewartet, aber etwas lief schief. Waren wahrscheinlich Fanatiker oder KDK oder wie die jetzt heißen. Der Name ist egal, solange ich ihn zusetzen kann. Richtig zusetzen. Ich bring dich zu unserer Sprengmeisterin T. Ach, wir sollen ja Codenamen verwenden. Crunkhäschen braucht deine Hilfe. Mir nach! Ja, wenn er schon T sagt, dann meint er wahrscheinlich die Tina aus dem zweiten Teil. Man nennt mich den Türsteher. Und Mietzle. Ich bin vielseitig. Hier lang! Ja, komm, wir packen mal den einen Punkt weg. Nachladegeschwindigkeit ist immer gut. Ach, geht ja gleich weiter. Hoffentlich mal sind hier weniger Gesalbte dabei. Ein neues Kapitel. Oh, ich bin in hier reingerammt. Wirfst mir heute nicht weg! Tick! Ihr Penner!
nur den Gesalbten erwähnt und schon kommt hier einer um die Ecke. Brick, helf mal bitte. Danke, Brick. Ich habe mit dem Teufel gepokert. Jedenfalls, jetzt bin ich wieder da und kann Saxophon spielen. Spür meine Kraft! Alter, der bringt mich hier durcheinander, der Brick. Ich kenne die ganze Zeit, dass er ein Gegner ist. Einer ist weg. Der ist wieder in der Immunphase. Komm, mach dein Schild weg. Mir juckt's im Abzug, Finger. Wieder Immunphase, dann vergnüge ich mich an den da hinten ein bisschen. Komm, mach dein Schild weg. Schild weg. Bitte, bitte. Hallo, Schild weg. Hey Brick, komm mal her. Geht doch. Komm, Schild weg. Und jetzt stirb bitte. Ah, da war das hier intens. Noch ein Babymaker. Ein Sprinkler. Ein Skin. Ein Barrage. Ein Hopper.
Das wird hier gleich nochmal heftig. Mehr Freunde von dir zum Töten. Was? Dieser große Schwachkopf sieht länger aus. Ich hau rein! Ich kann es spüren! Oh nein! Mehr Waffen! Erwischt! Ein für den Spaß! Ewig leben! Na, da muss ich hochgehen, aber müssen wir die hier unten. Mal wieder ein Gesalbter. Da steht er schön, dann gehen wir da mal hoch. Ah, Brick, wo jetzt hin? Gut gekämpft. Normalerweise bin ich Soloschläger, aber das Duett war der Knaller. Ich muss unserem Scharfschützen helfen. Du gehst zu Crankhaskin. Dann gehen wir doch mal zu Crankhaskin. Beweg dich ja nicht. Ich verlese jetzt die Verurteilung. Du Entführer hast dich bewegt. Was soll's? Oh, die gute Tina. Ey, yo, Baby, zurück. Ich bin hier, um Hammerlock zu retten. Okay, so sieht's aus. Sie halten Hammerlock im Sicherheitstrakt fest und ich muss eine fette Tür wegspringen, aber der Scheiß ist kompliziert und ein paar Banditen haben meine Bombe gestohlen. Mir geht's gut. Mir geht's gut, also sei so nett und hol mir ein paar Zutaten für diese bombige Pizza, die ich in den Ofen schieben will. Ich will ehrlich sein, es ist eigentlich eine Bombe. Es ist eine schöne große Bombe. Ich weiß, dass es hier irgendwo den Belag gibt, den ich brauche. Tina hat ein spezielles Rezept. Extra würzig. Gut, das Rezept, also die Zutaten fürs Rezept werden wir bei der nächsten Folge holen.
bedanke mich fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Wiedersehen.